Das war ja gerade alles optional, wo wir hier rumgelatscht sind, ne? Fitness Kalle, danke für die Props. Und ich habe vor, mindestens noch 5 Jahre aufwärts Streamer zu sein. Mal gucken, wie das dann irgendwann ist, mal mit Familienplanung und Familiengründung und so. Aber ich finde das immer ganz stark bei Mickey. Der hat ja auch, glaube ich, 2 Kinder. Und der streamt trotzdem so viel und ist trotzdem ein sehr aktiver Content Creator. Der kriegt es auch halt hin. Finde ich sehr inspirierend. Ich glaube auch, der hat gute Schwiegereltern, die immer mal die Kinder nehmen. Und auch seine Partnerin macht viel mit den Kindern. Du brauchst halt auch eine Frau, die dich in dem Bereich supportet, ne? Der hat Kinder. Lulia kriegt man fast nie was von mit, ne? Weil er trotzdem so viel hasselt. Ah ja, hier. Oh. Wow. Wow. Hier unten ist einfach ein Wald. Ich hab's geschafft. Hörst du mich? Klar und deutlich, Mann. Und gutes Timing. Bin auch gleich da. Das, oh mein Gott, Chat. Das gibt mir gerade so heftig. Jurassic Park Vibes! Oh mein Gott! Jurassic Park Vibes aus der zugefrorenen Hölle! Ich dachte mir schon, dass da noch was kommt. Hier ist safe irgendein Alien Dino Chat. Das. This is over. Game over gleich. Einen Alien Dino, der sich unsichtbar machen kann. So ein guter Film auch, Chat. So ein guter Film müsst ihr gesehen haben. Jurassic Park. Der Reboot. Oh, guter Schauspieler auch. Guter Schauspieler, Mimila. Und der Redhead in der Serie auch ein Leckermäulchen, habe ich mir sagen lassen. Nicht in der Serie, in dem Film. Bisschen reinstarren. Oh mein Gott, ein Roboter. Chat, wollt ihr mal sehen, was passiert, wenn man vom Roboter abgeschossen wird? Kein Signal. Patrouille. Das passiert. Robocop. Robocop, auch ein geiler Film. Und ich liebe den Schauspieler. Seit Altered Carbon liebe ich den Schauspieler. Von Robocop. Der hat auch eine geile Rolle bei House of Cards gespielt. Deshalb ist leider für mich persönlich die 2. Staffel von Altered Carbon einfach nicht so geil, weil halt andere Schauspieler. Abgeschaltet. Inventar voll. Ich verliere meinen Verstand. Absturz. Sturz, die Muni. Yalla. Entschlüssler. Her damit. 500 Tacken auf Tasche Mimasche. Yui. Wollt der Roboter eigentlich hin, verdammt, Johe? Oh, hier ist irgendwas. Ey, das Game macht wirklich so Laune, Chat. Ich kann nicht aufhören zu zocken. Mit den Mo. Ich muss aufhören mit den Reimen. Ich werde keimen. Ah, scheiß drauf. Minus ein Robocop. Der war so schlimm. Ich hoffe ja. Ich habe so gehofft, dass er im Chat unkommentiert bleibt. Unkommentiert? Neuer YouTube-Kanal! Chef Strobel, lell. Nee, so schlimm ist es noch nicht. So schlimm ist es noch nicht gekommen, Chatterino. Schmackerino. Boah, ist das gruselig. Send help.
rühren, Soldat. Warum den Chat nicht mehr unter der Facecam? Ist nur bei den Reactions, Bro. Weil, guck mal. Der Chat wäre einfach extrem groß im Bild. Würde, glaube ich, stören. Auf Dauer, Mimauer. Ah, ich muss aufhören mit den scheiß Rhymes. Fetzt das Game? Jo. Nur noch 5 Jahre. Dabei wollen wir dich noch als Opa im GAU 23 sehen. Ja, ich werde auch länger wie 5 Jahre noch am Start sein. Wenn es weiterhin Spaß macht, ne? Gaming wird ja, was Grafik und so angeht, immer weiter nach oben gehen. Ich werde wahrscheinlich im Herzen immer Gamer bleiben. Aber ich habe mir halt vorgenommen, 5 Jahre will ich noch richtig heftig durchziehen. Also richtig aktiv. Danach wahrscheinlich ein bisschen ruhiger. Mal gucken. Kann auch sein, ich bleibe hier, ja, 10 Jahre noch heftig aktiv. Aber irgendwann wird es mal Zeit mit Familienplanung. Hab schon die 30 auf der Uhr. Einheit online. Verkaufen den Aal. 500. 200. Nochmal 200. Oh, 2 Steine auf Tasche. Ich bin reich. Ja. Boah, können wir uns fast das beides leisten. Pistolenschaden. Boah. Müssten wir eigentlich kaufen, weil Pistolenmuni haben wir immer am meisten. Nahkampfwaffe macht eigentlich die ganze Zeit jetzt schon auch so einen guten Job. Boah, ich hätte so gern die beiden. Da muss ja der Nahkampf so reinklopfen. Du hast einfach dann, ja, 100% mehr Damage. Spiel auf PS5, Chat. Warte, bevor du kaufst, da liegt gleich eine Schotti. Ich hab doch schon eine Schotti. Hinweis: In dieser Maschine werden keine Produkte von Titan mehr ausgegeben. Ich fürchte, man kann das Inventar nicht vergrößern, nein. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Gibt's einfach nicht, Bro. Bis jetzt. Schleuderkraft. Oh. Das Ziel kann mit fast tödlicher Geschwindigkeit aufschlagen. Wahrscheinlich sind so normale Gegner dann sofort One-Hit, wenn du die wegschleuderst gegen irgendwas gegen. Ich kaufe mir jetzt noch nichts, weil ich gerade so gut klarkomme. Wir sparen noch mal ein bisschen. Das ist richtiger Zukunftsscheiß. Sag ich, wie es ist. Habe ich, Expanse-Flashbacks. Statement zu Vodafone. Elender. Elender Drecksladen. Wenn man die Möglichkeit hat, einen anderen Internetanbieter zu nehmen, als Vodafone, sollte man immer aus Prinzip den anderen nehmen. Overall bester Anbieter Telekom. Und ich, wo ich in Regensburg wohne, habe ich sowas ähnliches wie Telekom. Die heißen anders. Und die sind genauso gut wie Telekom, sogar besser wahrscheinlich. Ich habe hier nicht ein einziges Mal Internetprobleme gehabt. Oh! Und ich habe so eine Baba-Internetleitung. Bin absolut happy. Wirklich, absolut niceness.
Ja, ich habe die Truhe gesehen, Chat. Oh! Bro, ich komme da gerade aus dem Rohr. Hallo, wer hat dich verarscht? Also was hat denn der wieder getankt? Frechheit. Die Telekom-Chat, die hat halt meistens etwas schlechtere Leitungen im Angebot, aber dafür leisten die auch das, was man bei denen bucht. Ich habe immer das Gefühl, so Anbieter wie Vodafone und so, die versprechen dir sonst was an Leitungen, aber liefern das dann nie und haben immer nur Probleme und Ausfälle. Und da bezahle ich halt lieber das Geld, was ich dann auch wirklich bekomme, ohne Ausfälle, als ich, vielleicht ein bisschen weniger bezahle für eine viel bessere Leitung, die dann aber nie konstant ankommt und ich immer nur Probleme habe und Kopfschmerzerei. Gerade so als Streamer, ne? Eins und eins auch Schmutz. Habe ich auch nicht viel Positives gehört. Schön. Oh, nochmal einen Makellosen. Entschlüsseler. Ach, jetzt haben wir gerade noch das auf Tasche von gerade. Ich verstehe. Das hat nicht gespeichert. Okay, dann laufen wir jetzt zurück, verkaufen alles und laufen da wieder hin und nehmen den Loot mit. Kauf dir Armbrecher-Upgrade für Stab, können die nicht mehr blocken. Okay, können wir machen, Digga. Guter Call. Bin chatweise. Wir haben auch gut Kohle auf Tasche, Mimasche. Einheit online. Boah, 2-2 auf Tasche. Sehr geil. Bricht den Arm eines Angreifers, wenn sie den Nahkampfangriff eines Officers blocken. Bitte verantwortungsvoll anwenden. Erzählt mir, was ihr wollt, Chat, aber das ist mit das satisfyste Upgraden ever mit dieser 3D-Druckmaschine. So geil, die Idee. Fand ich auch immer in Last of Us so geil, wie er die Waffe immer zerlegt oder sie und dann die größeren Läufe ranbaut. Das größere Magazin, ultra geil gemacht. Bock das Spiel. Yep. Mega. Was halte ich allgemein vom Harry Potter Universum? Ich habe die Filme mag ich sehr. Ich habe aber noch nie ein Spiel gespielt im Harry Potter Universum. Außer mal auf dem Gameboy Advance damals. Ewig her, Bro. Ah, jetzt halt's mal. Seit wann Callisto? Seit Streamstart. Minus halbe Stunde Just Chatting. Also die ganze Zeit schon. Das neue Harry Potter Game werde ich zocken. Hä? Diesmal kommt der nicht da raus, Chat. Komisch, oder? Gerade hat er uns hier vermöbelt, jetzt kommt der nicht raus. Komisch, verstehe ich nicht. Ah ne, jetzt ist er hier. Oder? Oh! Habt ihr gesehen? Jetzt schlage ich ihm den Arm ab. Wenn er blocken will, der Hund. Schlecht ausgedacht.
Ah, hier hätte ich Stacheln gehabt. Manchmal greifen die einen so random. Gib mein Loot. Wo ist mein Loot? Wo ist mein Loot? Ha! Da ist mein Loot! Ein Schuss für drei Schuss. Katsching. Ich muss irgendwie dorthin. Ich brauche den Code. Stimmt, ich hätte auch schlagen können. Wenn halt manchmal nicht so ein Pfeif hat wie der Twitch-Chat. Seh nix! Hä? Ui! Oh! Shotgun-Muni auch. Viel Spaß in der Werbung, Jungs und Mädels. Grüße gehen raus. Meinung zu den Doom-Spielen nie gespielt. Ich weiß nur, dass die sehr brutal auch sind. Beliebtes Genre unter den Fans. Rionix, danke für 30 Monate. Chat, wenn ihr hier unterhalten werdet von mir, würde ich mich noch über ein kostenloses Follow sehr freuen. Von den Leuten, die noch nicht folgen, könnt ihr auch am Chat teilnehmen in 5 Minuten. Und vielleicht ist euer Prime Sub ready, damit könnt ihr den Stream mehr kostenfrei supporten. Würde ich mich auch sehr früh darüber freuen. Liebe geht raus. Nekomo, danke noch für den Prime. Da kommen die Primes, endlich reich. Ich habe jetzt gerade wieder einen Weg verpasst, richtig? Oh, jetzt bin ich wieder hier. Scheiße. Nee, ich bin woanders. Hier ist der Chip, den wir brauchen. Ich habe den Abspielcode. Okay, dann nochmal hier lang. UJC Dog zu ihren Diensten. Gegen Louis, mir geht's bestens, danke der Nachfrage, hoffe selber auch. Also das Game
Das macht wirklich einfach Laune. Ich würde es am liebsten an einem Stück durchspielen. Ah, dann ruft der Schlafrhythmus wieder an und sagt: Moin Meister, ich bin's Tim. Scheiße, kein Wasser mehr griffbereit, verdammt, Jogi. Einfach wieder 10 Schuss gefunden. Das können wir mit der Shotgun ordentlich reinhalten. Danke für die 10 Naschis, NSBK. Ihr wisst, was ich zu tun habe. Chat, lasst die Zap-Bomber steigen und die Zap-Bombs regnen. Hallo? Aufmachen bitte. Von welcher Lampe leuchtet er eigentlich? Wenn ich hier in den Spiegel schaue, haben wir eindeutig eine Lampe an uns dran, aber wir haben hier keine Lampe. Haben die die vergessen zu animieren oder so? Oder zu designen? Lol. Lel. Danke nochmal für die 10 von Buggy. Grüße. Danke dir, Buggy, für die 10. Danke für die 10 von Lars. Nochmal ein paar Sub-Bomber und Abfahrt-Chat. Nee, ne. Jetzt reicht's aber hier gleich. Wir sind hier nicht zum Spaß, hier werden keine Subs verschenkt. Kappa. Danke nochmal für die 10 von Team Platinum X. Danke für die 10 von dir, mein Bester. Grüße. Vielen Dank. Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Ich habe da die Sicherung rausgenommen. Wenn ich die da wieder reinmache, dann komme ich weiter. Aber mehr als ein bisschen Loot gab es hier nicht, oder? Danke noch für die frischen Primes und Resubs, Chat. Schönen Abend an alle. Wie viel Cash mache ich ja ungefähr in einem Stream? Oh, was ist das denn? Das rechne ich mir gar nicht aus. Ich versuche immer die Zahlen, seitdem die so krass geworden sind, auszublenden, damit man halt gar nicht das irgendwie erwartet. Oder sich da irgendwie drauf aufhängt oder dann so denkt, so, oh, der Stream war diesmal richtig heftig, Mann. Beste Leben. Und wenn dann mal ein Stream nicht so gut läuft, dann, ja, ist man nicht so happy oder so, weißt du. Ich habe auch meine Viewerzahlen immer aus, damit ich halt nicht, keine Ahnung, besser drauf sind, wenn mehr Leute zuschauen. Sondern ich will, wenn ein neuer Zuschauer in den Stream kommt oder halt auch ein Stammviewer, dann möchte ich immer der gute Laune-Tricks und die beste Version meiner selbst sein, unabhängig von den Viewerzahlen und Subzahlen. Und ja. So macht es am meisten Spaß, würde ich behaupten. Wie gefällt mir das Game? Mega. Bitte Laune. Treffen Sie eine Auswahl. Bin immer noch tief drin in der Olga. Fast könnte ich mir noch das Pistolen-Upgrade leisten. Bräuchte 100 mehr. Ich könnte die Spritze verkaufen. Für das Pistolen-Upgrade. Komm, ich mach das, glaube ich. Ich bin der gierige Boss. Freie Auswahl. 1800 kostet das. Ja, komm.
Was soll der Lack? Was soll der Geiz hier? Zack. Boah, da wird die Pistole jetzt ja richtig reinknallen. Guck mal. Circa 30% mehr Schaden, würde ich sagen. Bisschen weniger, 25%. Oh, Goldtrophäe, du brauchst eine Waffe. Rüste eine Waffe vollständig auf. Alternatives Feuer. Waffen, die mir Feuermodus bieten eine höhere Feuerkraft, verbrauchen jedoch mehr Munition. Drücken und halten Sie L2 um die Zielfeste und drücken Sie einen stärkeren alternativen Feuermodus der Waffe zu nutzen. Huh. Okay. What the fuck? Was hat das jetzt gebracht, das Upgrade? Muss ich nochmal lesen. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. Explosive Patronen abfeuert. Patronen explodieren mit einer Verzögerung nach dem Aufprall. Okay. Na gut. Schauen wir mal, wie viel Damage das macht beim nächsten größeren Gegner. Elias, hörst du? Ich heb die Absperrung auf. Gute Arbeit. Ich fahre jetzt in die Station ein. Ich kann sie nur leider nicht erreichen. Der Steg ist eingestürzt. Der Wartungsraum auf der anderen Seite hat Zugang zur unteren Ebene. Vielleicht kommst du von dort auf den Steg. Gut. Beeil dich. Der Sturm wird schlimmer. Erreiche die Technik, Luca. Ich finde das Gebiet hier richtig geil. Ah! Oh Mann! Irgendwie so halb unsichtbar manchmal. Die hacken, die glitschen. Stecken sich. Dafür sind die Bäume hier die ganze Zeit da gewesen. Da überhaupt hin? Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Carsten, mein Bester, habe vor kurzem deinen Platin-Run bei Demon's Souls gespielt und hatte den Spaß meines Lebens. Kommt nochmal sowas in der Art? Ja, für Sekiro. Und freut mich sehr. Es war ja auch wirklich ein geiler Run, ne? Schön mit der Magie
Und der Feuersturm ist schon auch ein super geiler Spell. Hat mir auch sehr, sehr viel Laune gemacht nochmal beim Spielen. Oh, beim Aufnehmen quasi. Hier sind wir doch hergekommen. Hier ist falsch. Aber jetzt habe ich alle Gegner besiegt, die gerade rumgemuckt haben. Die geben wenigstens mal hier vernünftige Credits. Oh, hier ist doch noch einer. Oder? Sehr gruselig ist das hier gerade. Sehr gruselig. Aber dadurch, dass ich auf Mittel spiele, habe ich nicht so die ganze Zeit Angst davor, dass ich sterbe und dadurch habe ich nicht so mega Schiss. Danke, Kuss und Ehre. Löst mal die Alerts aus. Wir haben so einen Screenshot, da stehen alle Alert-Songs drauf. Hat der liebe Sidechain alles mal vorbereitet. Herr der Ringe. Ich mag Herr der Ringe sehr. Die Filme sind absolute Meisterwerke, also Herr der Ringe 1, 2, 3. Die Herr-der-Ringe-Serie auf Amazon war leider freier Fall zum Erdkern. Und ich habe auf der Xbox 360 damals ein Aufbauspiel gesuchtet von Herr der Ringe. Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 2. Das habe ich so tot gezockt. War ultra geil, das Game. Wo müssen wir hin, Chat? Verdammt. Johe. Zu irgendeinem Aufzug, aber wo? House of Dragons geschaut? Yes, sehr geil. House of Dragons gebe ich eine 10 von 10. Hat mich so abgeholt. Genau wie auch Game of Thrones. Klar, Game of Thrones nochmal on the top besser. Aber genau wie Game of Thrones war ich direkt drinne, hatte Bock auf jede Folge. Jede Woche habe ich mich auf die neue Folge gefreut. Geile Charaktere, geile Story-Entwicklung und ja, die erste Staffel sehr solide, sehr, sehr solide. So viel passiert und macht neugierig auf mehr. Ja, Get High, ich habe gerade eine Sub-Bomb rausgehauen, deshalb hast du ein Sub-Geschenk bekommen, könnt ihr. Noch ein bisschen am Chillen hier, der Bre, ha? Ups. Du musst in den Technikraum draußen. Unrisen, die Getränke, also diese Hydration Drinks, die sind sehr süß, ja. Ist auch nicht so unbedingt meins. Die kann man mal sippen ab und zu. Aber ich würde da mich jetzt auch nicht reinbaden. Na, hier vorne wird es wahrscheinlich sein. Die Eistees sind aber unglaublich sick. Hatte ich die letzte Staffel von Game of Thrones auch enttäuscht? Ja, wen nicht. Wie komme ich denn hier rüber? Ich versuche die ganze Zeit vorhin. Ach, einfach... Oh, Digga, ich verliere meinen Verstand. Die ganze Zeit laufe ich rechts und links und... Ach, ist das ein freier Fall. Das ist wirklich ein Cam-Ausmachengel. Und Cam nicht mehr anmachen für den Tag, sage ich. Und dann machst du noch. Ja, ich merke langsam. Langsam werde ich ein bisschen müde. Aber es macht unglaublich Laune. Ich werde schon noch machen ein bisschen. Die Prime-Subs halten mich wach. Und die Sub-Bombs. Hier wird es wahrscheinlich weitergehen. Ja, ich habe heute damit angefangen. Carsten, meine Schwester hat Geburtstag. Kannst du sie kurz grüßen? Eva heißt sie. Grüße gehen raus an Eva. Inshallah volljährig. Rein in die DMs, Kapi. Dinkel, danke für die 20er Naschi-Bombe noch. Danke, danke, danke für die 20. Alert kommt im nächsten Leben. Danke für die 20.
muss jetzt halt wieder die Frage, wo ist der richtige Weg? Hier oder da? Anders. Kann das jemand mir sagen? Wie wir da nichts verpassen? Machen wir hier verrückt. Oh, das hier passt. Ja moin, der eine hat mit dem Schuss ihn enthauptet. Arschloch. Oh mein Gott, ich dachte, er lebt wieder. Jetzt reicht's hier aber mit dem Rumgeballer. Audio. Mehr gibt's hier nicht. Philippa, danke noch für den frischen Prime. Willkommen, viel Spaß mit den Emotes, angenehme Zeit hier. Leichte Ähnlichkeit mit Bioshock? Würde ich nicht sagen, nee. Boah, wenn ich alleine an ein neues Bioshock denke, Bioshock 4. In PlayStation 5 Grafik. Mit einer neuen Engine. Huch! Da werde ich ein bisschen horny. Genauso wie ein neues Mass Effect. Ich fand Mass Effect Andromeda auch sehr gut. Aber ich bin auch heftiger Mass Effect Fanboy. Mass Effect Andromeda, geiles Game. Habe ich so enjoyed. Hat ja nicht so gute Kritiken bekommen. Fand es aber trotzdem super geil. Wie lange machst du noch? Immer 5 Minuten kürzer, wenn das jemand fragt. Battlefield 42, richtig gut geworden. Ja. Hatte gestern echt meinen Spaß wieder. Werde auch die Tage nochmal zocken. Hätte ich jetzt heute nicht Callisto-Protokoll gehabt, wäre ich wahrscheinlich auch heute nochmal rein. Meine Fresse, Digga. Dieses dumme Gegrabbe von diesen Nuttenzombies, Digga. Die sollen sich einfach gegenseitig anfassen. Mich nicht nerven, Alter. Meine Fresse. Ich wollte einfach nur durchrennen, dass ich nah an denen bin und dann alle reinwerfen kann. Nee, wird immer gierig nach mir gegriffen. Jetzt wäre ich irgendwie so ein Insta-Model mit 1 Million Follower. Alle wollen mich anfassen. Hurensöhne. Ich verpiss die Sims. Also, TOS-Wort. Zieh zurück. I'm sorry. Was trifft mich hier? Die Simpsons meine ich, genau, die Simpsons. Jetzt hätte ich übelst eine Batterie vertragen können. Ich hab ne Akku. Joppen Akku. Gut, war der aber richtig schnell
leer. Ah, da kommt immer was anderes raus. Gerade war Leben drin. Ah, perfekt. In manchen Kreisen sagt man bodenlos und in manchen Kreisen sagt man armlos. Ah, perfekt. Digga, das gibt's doch nicht. Warum ist denn die Stelle so nervig gerade? Ich wette, die Stelle wäre so einfach, wenn man viel Akku geskillt hätte für seinen Gravitationshandschuh. Du könntest die einfach alle greifen und in den Zermatscher da reinwerfen. Safe. Na, wie gefällt dir das? Wichser. Money her. Ich will es einmal sehen. Nein, ich will es sehen. Ich will es sehen. Ich muss es sehen. Ich will es sehen. Es geht nicht. Da muss ich nochmal für die Viewer, die vorhin nicht dabei waren, den hier zeigen. Geplatzt wie ApoRats Ehre. Also was mich vorhin wirklich erschrocken hat, wo wir da bei der Rutschbahn waren und dann auf einmal ich in diese Metallspitzen reingerutscht bin, das war ja auch völlig verrückt. Einfach komplett weg, ja, wie Reds Kontostand. Oh, da bin ich ganz kurz in den Rotor reingeditscht. Da war mein Arm weg. Die Hand. Lass dich von so einem fielenden Häcksler kloppen. Glaubst du, das geht? Könnte sein. Ich versuch's mal, Chat.
geht nicht. Ich glaube, es ist nur dafür da, dass man Gegner reinwirft.